Du hast sie einfach nur platziert, das ist ja dann easy, Mensch, dann bin ich in zwei Minuten durch. Nee, ja, pass auf. Ihr habt sicherlich schon von meinem Merch mitbekommen. Er ist limitiert auf 100 Stück und es sind auf jeden Fall schon eine gute Menge über der Hälfte weg. Ihr habt jetzt noch die Chance, euch was zu holen auf beats-shop.de. Entweder ein T-Shirt mit Tasse und handsignierter Autogrammkarte oder ein Hoodie mit einer Beats-Tasse und einer handsignierten Autogrammkarte. Unterstützt mich beats-shop.de. Viel Spaß. Hallöchen, meine lieben Pikachus. Was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen. Es gibt wieder Labby Run und es ist wieder gegen den Phil. Hallo. Moin. Wir werden uns hier wieder gegenseitig ein Labyrinth bauen, 4 Keycards verstecken und dann gucken, wer als erstes alles findet und den anderen töten kann. Daumen hoch nicht vergessen, kostenlos abonnieren nicht vergessen. Viel Spaß haben und jetzt geht's los. Wir fangen an zu bauen und haben, lieber Phil, natürlich mal wieder schöne 12 Minuten Zeit. Ich werde mir jetzt hier ein Labyrinth bauen und dann soweit alles abändern. Ich zeige euch das natürlich gleich, wie immer, wenn es oder sobald es fertig ist. Die letzte Folge kam ja mega, mega gut bei euch an. Vielen Dank für den Support. Würde mich ziemlich freuen, falls wir heute wieder mal 3000 Likes schaffen, Leute. Zeigt mal mit einem fetten Daumen nach oben, dass ihr das drauf habt. Also wirklich, die letzte Folge kam richtig gut bei euch an. Hat mich mega gefreut. Umso mehr freue ich mich jetzt, weil es wird nicht jetzt ein Lapis Lazuli Labyrinth, sondern da kommt gleich noch was Spezielleres hin. Ich zeige euch das aber, wie gesagt, gleich. Also, das Labyrinth an sich ist jetzt fertig. So, das Ganze wird umgeändert in Glas. Erstmal noch nichts Besonderes. Natürlich wird das Ganze erstmal wieder hochgezogen, Leute. Muss ja so sein. Und jetzt kommt nämlich das Besondere. So, ich gebe hier das ein. Und zack, haben wir hier überall Wasser. Das heißt also, er kann nur durchschwimmen. Wobei, ich gerade überlege, ich glaube, ich setze das sogar komplett unter Wasser hier, das Ganze. Also so. Und setze dann hier drüber noch Barrier-Blöcke. Das heißt also, ich baue ihm nur so Luftlöcher zwischendurch, damit er mal atmen kann. So, jetzt sind hier Barrier-Blöcke oben. Also er kommt hier rein. Hoppala, das muss ich natürlich auch noch umbauen dann. Ja, logisch. So, jetzt kann er hier nämlich rein und geht dann ins Labyrinth rein und muss hier die Sachen suchen. Finde ich mega cool. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen kritisch von der Luft her, aber alles möglich. Und hier hat er dann, ja, so kleine Luftlöcher ab und zu mal, so ein paar Zäune, die ich ihm dann da hinsetze. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Also er muss hier schon taktisch durchgehen. Es wird nicht ganz so einfach sein für ihn heute. Muss aber dann logischerweise, was die ganzen Verstecke angeht, ein bisschen netter sein. Sonst wird das hier nichts. Also, wir dürfen es nicht zu fies bauen, das ist ja klar. Ich würde sagen, ich habe ihm jetzt genug Luftlöcher gebaut. Also hier so zwischendurch immer diese Zäune. Und jetzt geht es darum, ein paar Kisten zu verstecken. Das machen wir mal hier direkt. Heute sogar sehr, sehr nett, weil unter Wasser sieht man, dass da irgendwo eine Schalker-Truhe ist, weil es dann runterfließt. Also das ist sogar ziemlich, ziemlich nett von mir. Okay, also zack, so sieht das Ganze jetzt aus. Er kann es öffnen, Schlüsselkarte Nummer 1 ist hier drin. Uns bleiben noch 2 Minuten und 10 Sekunden Zeit. Nächste Sache wird hier sein. Und zwar ist es irgendwo, also rechts hinten im Labyrinth. Hier hat er eine Schalker-Truhe, die ist leer. Hier hat er einer, die ist leer. Aber man kann sich auch unter Wasser so durchbacken. Mal gucken, ob er drauf kommen wird. Hier steht dann nö. Er muss im F5-Modus dann gucken. Moment, zack. Und dann sieht er rechts 781. Das ist ein Code. Und hier drunter kommt dann nochmal eine passwortgesicherte Truhe mit dem 781er-Code hin, 781. Und dann verstecke ich da die nächste. Zack, er muss also quasi sogar nochmal hier rüberspringen und dann gucken. Mal gucken, ob er drauf kommen wird. Ich bin gespannt. Aber ist, glaube ich, ein ganz cooles Versteck. Jetzt müssen wir nur 2 weitere Verstecke finden. Da es relativ schwierig ist, an die Ecke hier zu kommen, würde ich sagen, platzieren wir hier nochmal ein paar Truhen hin. Und zwar hier drunter, wenn man sie öffnen kann. Lol. Okay, geht. Zumindest hier ein bisschen drunter. So, dann haben wir hier noch eine versteckt. Und die letzte ist dann die vierte. Die, würde ich sagen, verstecken wir hier in diesem Raum einfach mal. Da wird er drauf kommen, aber wir haben es lange nicht mehr gemacht. Von daher bin ich gespannt. Also Nummer 4 hier rein. Und damit sind wir fertig. Ich guck mal auf die Zeit. Oh, 0 Sekunden. Genau jetzt ist... Hört ihr das? Es ist ein bisschen leise. Phil, die Zeit ist abgelaufen. Wir sind beide fertig. Bist du auch bereit, hier rüber zu kommen? Oh yeah, Beats. Let's go. Dann geht's los. GG. Ey. Ja, ich muss erst mal abchecken, ob hier noch was hinter ist. Check ja. Du aber auch mal ab. Das ist wichtig. Ich hab gleichzeitig die Türen geöffnet. Ja, das stimmt. Okay, also, dann gehe ich mal rein. So, was...
Oh Gott, du hast ein schwarzes Labyrinth gemacht. Wow, ein Unterwasserlabyrinth. Du hast ja, ein bisschen Wasser. Hatte ich schon mal, glaube ich, aber diesmal habe ich wirklich ein schönes, förmiges Labyrinth gebaut. Ja? Das Geile ist, ich habe schon zwei Keycards. Was? Nein! Welche? Die untereinander waren. Ach, ich dachte, das ist so auffällig, da schaust du nicht nochmal nach. So. Safe. Och Mann, okay. Da muss man heutzutage, muss man da immer drauf schauen, lieber Phil. So, dann laufen wir mal weiter durch. Ey, Beats, ja. Lass mir Zeit. Ich lass dir Zeit, ja. Ich weiß halt nicht, ob du deine nur einfach so versteckt hast. Lol, ich habe sogar noch eine. Phil, was hast du hier gemacht? Nein. Natürlich. Du hast sie einfach nur hinplatziert. Das ist ja dann easy, Mensch. Dann bin ich in zwei Minuten durch. Nee, ja, pass auf. Die letzte, da habe ich ein besonders versteckt. Okay, dann bin ich mal gespannt. Außer du hast die welche hast du schon? Ich habe die drei, nee, die zwei, drei und die vier habe ich. Okay. So, hier ist eine Lücke. Hier könnte doch die nächste sein, oder? Was sagst du? Nein, ich habe was, glaube ich. Und das ist so schwer, dahin zu schwimmen, Beats. Hast du es ausgerechnet? Du hast Luftlöcher zwischendurch. Was? Ja, du musst nur genau hinschauen. Du kriegst auf jeden Fall Luftlöcher. Also deins ist echt schwer. Lol, was ist das hier? Ich habe irgendwas gefunden. Ich gehe da mal rein. Okay, hier ist nichts. Okay, gut. Das wäre ja auch ein bisschen zu... Oh nein, jetzt muss ich mich sogar noch killen. Das wäre ein bisschen zu auffällig gewesen. Okay. Ich möchte wenigstens eine haben. Ja, ja, versuch mal wenigstens eine zu finden. Ich dachte, deine letzte ist mega schwierig versteckt. Da komme ich nie drauf. Hast du die? Ja, habe ich ja jetzt, ja. Was? Nein. Nein, habe ich nicht. Dachte. Also das war die, wo ich gerade... Ja! Ja, bitte? Da ist nichts drin in der Schalkerbox. Ach so, hier sind mehrere Löcher. In welcher Schalkerbox ist nichts drin? Ja, das weiß ich ganz genau. Ah, hier ist noch mal eine, aber da geht's nicht rein. So ist das, Kollege, so ist das. Ja, was? Das kann's doch nicht sein. So, also, wir müssen weiter mal durchrennen. Okay, jetzt habe ich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen den Überblick verloren. Ja, ne? Aber ich bin hier am Start. Moin! Das eins, zwei, drei. Okay, die eine fehlt mir noch. Oh Mann. So, aber da waren irgendwelche Löcher. Ich glaube, ich muss die da finden. Aber hier weiß ich nicht. Ich muss erstmal nach links, ne? Aber ich weiß nicht mal, wo es links lang geht. Ich glaube, in dem Loch war ich schon. Oh Mann, man kommt hier aber auch nicht mehr raus. Du weißt nicht, wo es lang geht? Ja, es geht nur noch rechts erstmal am Anfang. Ja, also ganz so einfach mache ich es dir hier nicht. Beats, ich bin ja auf den Fersen. Ja, warum? Ja, na klar. Wie viel hast du? Mir fehlen nur noch zwei. Dir fehlen nur noch zwei? Okay, da muss ich mich jetzt beeilen. Das Loch hatte ich jetzt schon. Moment, hier ist noch ein Loch. Das ist allerdings nur eine Falle. Da geht's gar nicht wirklich runter. Wo komme ich denn jetzt hier entlang? Nee, hier komme ich wieder. Ich verliere den Überblick. Ach, hier war ich, glaube ich, auch schon in dem Loch. Das mit den Löchern ist gerade ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht, wie viele Löcher und welche ich schon hatte und welche noch nicht. Und jetzt habe ich wieder diese anderen Löcher verloren. Also es hat irgendwas mit den Löchern zu tun, bin ich mir ziemlich sicher, die letzte. Oh, hier da war ich einfach so versteckt, habe ich gesehen. Ja, hast du gesagt, ja. Einfach so. Welche beiden hast du denn gefunden? Sage ich dir nicht. Doch, sag mal. 1, 3. Ja gut, von den Nummern her sagt mir das nichts. Ich merke mir das. Ich tue die einfach irgendwie rein. So. Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Lol. Okay, Moment. Jetzt kann ich aber, ungefähr weiß ich jetzt von wo aus ich... Hier bin ich bei den Löchern. Oh mein Gott. Hier das Nein. Erste und hier was? Ich kann mich ja doch runterbacken. Ich bin bei einem Code. No. Was? Dachtest du, du kannst dich unter Wasser 781. Diesmal habe ich 781. Das war krass, der Code. Auch nur noch eine Beats. Oh, das ist jetzt ganz crazy. Der und Code. Ganz knapp. Also diesmal im anderen F5-Modus, ne? Das ist heftig. Der war heftig. Nein. Gibt's nicht. Ja, nee, ich habe geguckt, aber leider. Leider gibt's das hier nicht. Hä, wo ist denn deine letzte? Warum? Ach, Moment, ich muss sie ja bei dir lösen. Warum finde ich denn. Hast du alle? Nee, ja, aber ich schau auch in deinem Raum. Ach so, nee, da kann ich gar nicht reinschauen, weil ich die erste nicht hatte. Nein. So. Oh, die vier. Ich hab's. Nein, du hast es nicht. Zack. Nice. Ich hab das Battle für mich geholt. Du hast es noch nicht geholt. Beats, Kamera. Oh, komm raus. Jawohl, da bist du am Start. Boah, weg hier, aua, nein. Das hätte ich niemals mehr gedacht. Als ob, ich hab 3-0 geführt und hab noch 4-3 verloren. Wo war deine letzte? Das will ich jetzt unbedingt wissen. Ich weiß es nämlich nicht. Achso, das war die falsche Seite. Hier irgendwo muss sie sein. Ja. Du hast mich immer damit bekommen. Hast du auch diesmal gemacht. Ach nein, an der Seite, mein eigener Trick. Mein eigener Jawohl. Trick. Oh, müsst ihr euch vorstellen, Leute, ihr lauft hierher. Oder, ja, also jetzt, wenn man es weiß, sieht man es, aber wenn man so hierher läuft, dann... Das ist echt hart.